Wiedenbrücks westfälisches Geheimnis? Ganz einfach. Einen gerechten und standhaften Mann gar keine Gefahr erschrecken kann. Er bleibt fest und steht stille, obgleich die Welt in Haufen fiele. Die Westfalen stehen mit beiden Füßen grundsätzlich immer auf der Erde und sind sehr bodenverbunden, sehr standhaft. Burkhard Kramer zum Beispiel macht Möbel und managt Wiedenbrücks Fußball, der genau weiß, was heute Abend gespielt wird. Wenn sich wer blamieren kann, dann nur Sandhausen. Zu verlieren haben wir gar nichts. Überschäumende Begeisterung ist die Sache der Westfalen nur selten. Ich sag mal, für unseren Verein ist es natürlich eine grandiose Angelegenheit. Ne? Die letzten 32 Mannschaften in ganz Deutschland. Und wir sind dabei, das muss man sagen, das wird manchmal unter Wert geschätzt. Ne? Trikotsponsor Pflüger beschäftigt den Stammtorwart und mehrere Feldspieler in homöopathischer Produktion. Jungs, denen keiner was vormacht. Auch wenn das Vollprofitum Wiedenbrück noch nicht kennt. Trainer Theo Schneider baut auf Kampfgeist und Willen. Das sind die Grundtugenden, wenn die da sind, wenn wir alles geben, dann passt das. Einen gerechten und standhaften Mann gar keine Gefahr erschrecken kann. Die Wiedenbrücker selbst, der Verein selbst hat in dem Sinne keine Hools oder sonstige Fans, die sich die Gegner quasi zurechtlegen würden. Und von daher haben wir immer Glück gehabt. Keine Hools, dafür Fachwerk und über 1200 Jahre Tradition. So ein kleiner Verein, wie wir den hier haben, wo gegen solche großen Vereine Fußball spielt, ist natürlich für so ein Städtchen, wie wir hier haben, schon eine Sensation. Ich glaube, dass Wiedenbrück keine Angst haben muss, sondern dass wir mit Freude und Spielfreude rangehen können. Trotz spektakulärer Verletztenliste und den daraus resultierenden Rückschlägen in der Regionalliga West, ein Wiedenbrücker wankt nicht. Je länger das Spiel dauert und Sandhausen wird dann mit Sicherheit unruhiger, weil sie halt der Favorit sind. Und dann werden wir irgendwann dann einen Konter setzen, das 1-0 machen und dann gehen wir als Sieger vom Platz. Wir können dieses Spiel, wenn wir es wollen, und das wollen wir, gewinnen. Das ist machbar. Man braucht eine Portion Glück und ja, vielleicht klappt es. Ne? Es wäre natürlich, ja, das wäre unbeschreiblich, was dann passieren würde. Ne? Er bleibt feste und steht stille, obgleich die Welt in Haufen fiele.